So, kleiner Tipp, bevor ihr aufnehmt, guckt, dass auch wirklich Sound rauskommt bei den Sachen, wo Sound rauskommen soll. Mein Mikrofon war einfach nicht eingesteckt. Naja, ich will mich nochmal einen Booster versuchen. Lustigerweise habe ich Buster eben auch an der gleichen Map gespielt, deswegen schauen wir mal. So. Und zwar sieht das so aus. Wir brauchen die hier. Das kommt alles weg. So, das kostet nämlich alles nur Geld, was wir nicht besitzen. So. Das heißt, wir können auch jetzt schon mal unsere Tech anziehen. Hier oben am besten, weil hier will ich Batterien-Skills haben. So, meine Windturbinen, ich bin auf der Map hier ein Freund von dir, hier unten einfach rein zu heaten. So, ist jetzt nicht, das Effizienteste, was man machen kann? Ne, 80% Effizienz, haha, nicht das Effizienteste. Aber durchaus machbar. So, die Leute müssen ja nicht sehen, was für eine Tech ich hier hab. So. Ja, wir bauen auch noch eine. Ne, erst die Mine und dann noch eine. Ganz wichtig. So. Machen wir den Oschi hier einmal dicht. So, was macht er, Junge? Viel Minen. Viel Minen. Natürlich deutlich krasser fürs Late dann später. So, und ich brauche ein Metalllager. Und dann kann ich hier schon mal die erste Box hochziehen. So, wichtig, ich will die Verstrebung hier. Weil mir die natürlich ordentlich, ja, das habe ich schon fast gedacht, deswegen wollte ich es auch eigentlich abreißen. Aber er wollte es eben nicht machen. So. Ziehe ich die auch noch runter. So, ist unsere Tech jetzt etwas delayed, aber... Aber hey. Passiert. Etwas sehr delayed, ne? Der baut da eine... I mean, sure. Bau die rein, wo du möchtest, die Windturbinen. Das wäre nur super weird. So, so, ich will tatsächlich nicht hier vorne das Ding haben. So. Mach das Grid aus. Na, Hintergrundholz. Noch eine Mine. Noch eine Mine. Ne, möchte heute nicht. Okay. Dann ziehe ich das manuell ein. Whatever. So, Tech ist am Bauen. So, wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir unser Metall loswerden. Und nicht gleich instant sterben. Das ist natürlich auch noch eine Sache, die wir nicht wollen. So, unsere Tech ist gleich fertig. Was kostet die eigentlich? 600, 400. Okay. Passt dann auch soweit. Ja, so wollte ich es jetzt nicht unbedingt, aber hey. Besser als gar nichts, ne? Oh ja, den finde ich lustig. So. Keine automatischen Türen, bitte. Bin ich kein Fan von. So. Ja,
der baut die sehr viele lustige Kanonen. So wie ich. Deswegen panzer ich auch alles einmal ganz nett. Das ist natürlich ein bisschen rausgeworfenes Geld, aber. Aber hey. Bauen wir die mal so, dass wir im Zweifel hier Gunner reinsetzen können. So, und hier wollen wir definitiv auch einen Sandsack drauf haben. Nicht, dass der Junge uns da durchschießt. Das ist ja, sag mal, der Worst Case. Das sind jetzt nicht so wirklich Tiny Doors hier. Aber hey. So, und wir sagen einfach mal. Wir können sagen. Ich sehe seine Türen gerade. Naja. Wollte schon mal Hallo sagen. So. Och komm. Jo, beruhig dich. Shit, das kann ich jetzt nicht mehr aus. Ah! Nein. Hör doch auf! Alter, das Ding wollte ich zerlegen. Damit ich hier Metall reinziehen kann. Was bricht da zusammen? Gar nichts? Okay. So, mach das mal bitte nicht. So, und das hier sehe ich jetzt auch langsam nicht mehr ein, dass er da immer durchschießt. Okay, den Fehler eben hatte ich gemacht. Durch zwei Türen kommt so eine Cannon noch durch. Alter, willst du bitte... Nö, dann nicht. Dann gut. Dann nicht. So, da auch immer auf das gleiche Ding schießt. Hey. Oh, die eine schießt viel zu hoch. Ha. Geil, ich brauche schon wieder Sachen ohne Sachen davor. So. Nein, danke. Und die werden auch immer größer, ne? Die war okay. Die ein bisschen niedriger eben. Ja. Stirb. Okay. Technologie. Wir brauchen ein Update Center. Dahin. Nee. Das muss bitte so bleiben. Setz das einfach woanders hin. Puh. So, mach doch! Ah! Das ist die Nummer 3, die aimen wir gleich einmal ein. Oh, nice! Das war's wohl mit seiner... Mit seiner Tech da hinten.
Ja, und da haben wir den Treffer noch gemacht. Och, das war eine viel nicere Runde. Ja, ich weiß nicht, was er damit seinen Gunnern wollte, to be honest. Na komm. Der Junge hat's noch gerettet bekommen. Man muss sagen, Dedication. Das ist Dedication. Ich weiß nicht, hier ein Upgrade Center, aber ich weiß gar nicht, ob ich da runterkomme mit der Kanone gerade. Nice. Gerade so, aber machen wir das mal bitte nicht wieder. Mit denen komme ich tief genug und das müsste es jetzt auch gewesen sein, ja. Da hatte ich kurz Panik, als er angefangen hat zu schießen. Verteidigung war okay. Ich zeige euch das andere Video auch noch kurz, ne? Aber ohne Ton halt. Da hat mein Gegner aber eine ähnliche Verteidigung gehabt, nur viel schlimmer. Und ich habe verloren, weil ich nicht mindestens doppelte Türen hatte. So, habt das gar nicht gesehen. Was? Wie habe ich da getroffen? Habe ich schon mal was abgesägt? Nee. Der hat auch so riesen Dinger gebaut. Interessante Türen? Okay. Ah, ich habe hier die Strebe getroffen. Aber er konnte es ja noch löschen. Wo war dann das Problem? Aber dann verstehe ich nicht, wo sein Problem war. Er hat sogar nachgebaut. Hab's wieder getroffen. Hier. Ich glaube, ich habe das Metall endgültig zerstört gehabt. Ich hatte hier im Hintergrund schon nachladen. So. Genau, was habe ich genau zerstört? Hier das Metall. Hier die Strebe war wieder kaputt und dann das Metall. Und dann konnte er da oben nicht drauf zugreifen. Konnte nicht löschen, konnte nicht nachbauen. Und das führt dann dazu, dass das... Das führt dann dazu... ...dass der Bums hier runterfällt. Ärgerlich. Ärgerlich. Hat er sich schnell mit ihm verbunden und angefangen, das zu löschen, dann wäre es fein gewesen. So, aber jetzt war es zu spät. Shit ist explodiert. Na gut, und danach die nächste Salve, die geht halt dann einfach... Geht er dann einfach ins Gesicht, ne? Kern ist nicht offen, er hat sich da hinten drauf fokussiert, weil das ist natürlich auch wichtig. Wie gesagt, die Gunner verstehe ich nicht. Guck mal, hätte ich da ein bisschen besser getroffen, hätte ich ihn auch direkt rausnehmen können, ne? Alter. Ich finde einfach 20 mm sind zu lustig, sie nicht zu nutzen. Auch mit Buster. Schwierig. Schwierig. Wo lande ich im Mehrspieler? Ich habe ja eben eins verloren, eins gewonnen. Ich müsste ungefähr. Ja, ungefähr da, wo ich vorher war. Ein bisschen niedriger. Ist okay, ist okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bye.